Ich möchte jetzt zum Abschluss des Programms auch etwas über operative Behandlungsverfahren sagen. Und ich möchte direkt am Anfang auch sagen, wie meine Vorredner auch berichtet haben, es gibt ganz viele verschiedene Ursachen von Rückenschmerzen. Und so gern wir als Chirurgen natürlich operieren, muss man sagen, lassen sich sehr viele verschiedene Arten von Rückenschmerzen leider nicht mit Operationen behandeln. Das heißt, so Aussagen, die man manchmal hört, jetzt ist es so schlimm, jetzt hilft nur noch die Operation, die zählt leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es nimmt, nur für gewisse Erkrankungen, die man mit Operationen auch wirklich gut behandeln kann. Und in dem Zusammenhang ist es eben auch so wahnsinnig wichtig, die Ursache der Rückenschmerzen zu klären und zu klären, ob man die Abnutzungserscheinungen, die man in den Bildern sieht, ob man die mit den Symptomen, die die Patienten haben, überhaupt in Einklang bringen kann. Ich möchte jetzt gerade zu Beginn noch mal auf etwas hinweisen, was Dr. Oertel eben schon in grafischer Form gezeigt hat, etwas, was mir sehr wichtig ist, noch mal: Wie ist das überhaupt mit der Abnutzung der Wirbelsäule? Wie läuft das ab? Weil das auch letztlich dafür dann wichtig ist, zu verstehen, was man operativ auch behandeln kann. Und es geht eigentlich immer los mit der Abnutzungserscheinung der Bandscheibe. Wir haben schon gelernt heute Abend, dass die Bandscheibe sehr schlecht mit Nährstoffen versorgt wird, entsprechend vulnerabel ist bezüglich Schäden. Es kommt dann zu einer Höhenminderung der Bandscheibe. Dr. Oertel und auch Frau Dr. Günner haben einige Bilder gezeigt, wo das auch sehr deutlich und schön zu sehen waren. Es kommt dann zu einer Änderung der Biomechanik. Sie können sich vorstellen, wenn die Bandscheiben alle schmaler werden, aber die anderen Strukturen an der Wirbelsäule sich nicht verändern, dann verändert sich die Stellung der Wirbelsäule. Dann kippt der ganze Körper wie nach vorne ab. Und das führt dann zu einer Überbelastung der Wirbelsäule an bestimmten Stellen, die die Abnutzungserscheinungen noch beschleunigen können. Es kommt dann eben zu Arthrosen oder Abnutzungserscheinungen an den kleinen Wirbelgelenken. Es kommt zu sogenannten Modik-Veränderungen. Das waren diese Knochenveränderungen, die meine Vorgänger auch in den bildgebenden Untersuchungen gezeigt haben. Und das Ganze kann dann den Wirbelsäulenkanal, der auch Spinalkanal oder Nervenkanal genannt wird, einengen. Beziehungsweise, wenn eine Instabilität hinzukommt, kann es zu so einem sogenannten Wirbelgleiten, einer Spondylolisthese führen. Das sind Bilder, die haben Sie eben in dem Vortrag von Dr. Oertel schon gesehen. Und die beiden Krankheiten der Wirbelsäule, über die ich jetzt bezüglich operativer Behandlungsverfahren gerne sprechen möchte, das ist zum einen die Einengung vom Nervenkanal, was man auf diesem Bild schön sieht. Dr. Oertel hat das eben schon gezeigt. Sie sehen hier auch, hier weiter oben ist der Kanal, der Nervenkanal sehr breit und hier unten wird es recht unübersichtlich und man sieht eigentlich auch als Laie, dass es dort deutlich enger ist. Das ist die eine Erkrankung. Die andere Erkrankung ist dieses Wirbelgleiten, was letztlich auch zu einer Einengung vom Nervenkanal führt, was man hier auch sehr deutlich sieht. Man sieht zusätzlich das Wirbelgleiten, man sieht diese Stufe hier, wo dieser Wirbelkörper gegenüber diesem hier aufgrund einer Instabilität nach vorne verrutscht ist. Genau, diese beiden Krankheitsbilder haben sehr typische Symptome, die mit ihnen einhergehen. Und das sind beides auch einige der wenigen Krankheitsbilder, die man mit operativen Eingriffen sehr erfolgreich behandeln kann. Jetzt zunächst nochmal komme ich zur Spinalkanalstenose, also zur Einengung des Wirbelsäulenkanals. Sie sehen hier oben in diesem beweglichen Segment, Dr. Oertel hatte es erklärt, ein bewegliches Segment an der Wirbelsäule ist eigentlich die Verbindung zwischen zwei Wirbelkörpern mit der Bandscheibe dazwischen. Und da sehen Sie, in diesem Bereich gibt es eigentlich ausreichend Platz, wohingegen der Nervenkanal in dem Bereich sehr stark eingeengt ist. Und Sie sehen, das ist zum einen passiert das von vorne, wo sich diese Bandscheibe hier so ein bisschen in den Kanal vorwölbt. Und zum anderen gibt es aber auch eine Einengung
von hinten, von den hinteren Strukturen der Wirbelsäule, von Bändern, von Knochenfortsätzen, die den Nervenkanal ebenfalls einengen. Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal im Querschnitt. Dieses hier, dieses Dreieck, das ist schematisch dargestellt, der Nervenkanal. Es gibt die Rückenmarkshaut und da drin im Querschnitt angeschnitten die einzelnen Nervenfasern. Und Sie sehen, das kann man auch hier erkennen, das hier ist dieses Dreieck und Sie sehen, die Nervenfasern sind so stark zusammengeschoben, dass man hier eigentlich nur so eine graue Masse erkennt und die einzelnen Nerven gar nicht mehr abgrenzen kann. So eine Spinalkanalstenose oder Einengung vom Nervenkanal der Wirbelsäule geht jetzt mit ganz typischen Symptomen einher. Dr. Oertel hatte das vorhin auch schon angedeutet. Es kann zu Rückenschmerzen kommen. Vor allen Dingen kommt es aber zu Schmerzen und Kribbeln in den Beinen beim Stehen und Gehen, die mit längerer Distanz eigentlich eher zunehmen. Es gibt auch Patienten, die weniger Schmerzen haben, sondern einfach das Gefühl, dass sie plötzlich nicht mehr weiterkommen. Man kann wie nicht mehr vorwärts laufen. Und die amerikanischen Kollegen haben, weil eine Beugung der Wirbelsäule im Lendenwirbelsäulenbereich das Ganze entlasten kann, da den schönen Begriff vom Einkaufswagenzeichen geprägt, weil nämlich bei diesen Patienten typischerweise diese Entlastung, die man hat, wenn man sich auf dem Einkaufswagen abstützt, zu einer deutlichen Verbesserung der Beschwerden führt. Und ich erlebe das auch regelmäßig in der Sprechstunde, dass Patienten mir das von selber berichten oder auf Nachfrage auch sagen, jawohl, dann wird sofort wesentlich besser. Jetzt richtige Lähmungserscheinungen, wo man die Beine nicht mehr bewegen kann, wo die Beine ganz taub werden, kommen, obwohl die Nerven so stark zusammengedrückt werden, glücklicherweise eher selten vor. Jetzt ist natürlich so eine Operation auch kein Wundermittel gegen die Beschwerden, aber man verfolgt natürlich doch Ziele, die Symptome zu verbessern. Und je nachdem, was für eine Krankheit vorliegt und was für Symptome vorliegt, kann die Operation unterschiedliche Dinge bewirken. Wenn man jetzt so einen engen Nervenkanal mit einer Operation befreit, dass die Nerven wieder mehr Platz haben, dann geht es in erster Linie darum, die Mobilität wiederherzustellen. Das heißt, das Laufen zu verbessern. Und das gelingt eigentlich auch sehr gut. Auch die Schmerzen und das Kribbeln in den Beinen beim Gehen und Stehen lässt sich üblicherweise ganz gut verbessern. Die Rückenschmerzen, die, wie wir auch im Vortrag von Frau Dr. Göhner gesehen haben, oft aber ganz verschiedene Ursachen haben, die lassen sich bei diesen Einengungen vom Wirbelsäulenkanal meistens nur geringfügig verbessern. Das heißt, es ist wirklich eine Operation, die die Lebensqualität steigern kann, wenn die Mobilität eingeschränkt ist und wenn das Hauptproblem ist. Wie funktioniert so etwas? Das ist ein Bild, das haben wir heute Abend auch schon mal gesehen. Das ist eine Ansicht der Wirbelsäule, wenn man von hinten drauf schaut, auf den Knochen. Dieses hier, dieses längliche und dieses hier, das sind die Knochenfortsätze, die sogenannten Dornfortsätze, die man bei sich selbst am Rücken unter der Haut tasten kann. Und dann ist der Wirbelsäulenkanal von diesen Knochen bedeckt. Da hat es kleine Lücken dazwischen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Wirbelsäule sich bewegen kann. Das ist nicht einfach nur ein fixes Rohr aus Knochen, dann könnten wir uns gar nicht bewegen. Das heißt, es hat natürlicherweise da kleine Löcher drin, wo wir in den Kanal hineinschauen können. Die reichen aber selbst, wenn man das Ganze unter dem Mikroskop operiert, nicht aus, um die Nerven ordentlich befreien zu können. Das heißt, man muss dieses natürlich vorkommende Löchlein in der Wirbelsäule in der Operation ein klein bisschen vergrößern, damit wir da mit unseren mikroskopisch kleinen Instrumenten hineingehen können und entsprechend den Nervenkanal erweitern können, damit die Nerven mehr Platz haben. Wir machen das so, dass wir diesen Fortsatz hier, der in der Mitte hervorsteht, dass wir den in der Mitte spalten. Das sehen Sie hier auf diesem Bild schematisch. Hier oben ist die Haut, das Gelbe ist das Unterhautgewebe. Dieses Rote hier, das sind Muskeln.
die auf beiden Seiten an diesem Knochenfortsatz angebracht sind. Und wir teilen diesen Fortsatz in der Mitte und das hat den Vorteil, dass wir die Muskulatur nicht von der Wirbelsäule ablösen müssen und die Muskulatur entsprechend nicht beschädigen, was natürlich auch zu neuen Schmerzen führen könnte, wenn wir das täten. Wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir ein kleines bisschen Knochen weg, ausreichend, damit wir unsere Instrumente hineinbringen können, aber so wenig, dass wir keine Instabilität an der Wirbelsäule riskieren. Was wir dann in der Tiefe machen, ist, dass wir verdickte Bänder und Vorwölbungen von knöchernen Strukturen entfernen. Das sind Abnutzungserscheinungen, die sich gebildet haben. Die entfernen wir mit kleinen chirurgischen Instrumenten, damit die Nerven dann wieder mehr Platz haben. Das ist jetzt so ein Video von einer Operation. Da ist hier auf der linken Seite ganz weit oben wäre der Kopf, auf der rechten Seite ganz weit unten dann die Füße. Da ist jetzt der Fortsatz der Wirbelsäule schon gespalten. Und was wir dort machen, das ist jetzt ein bisschen im Zeitraffer, ist, dass wir dieses vorhandene Fenster im Knochen ein bisschen erweitern. Da haben Sie diese Fräse gesehen und man denkt jetzt, das ist eine riesige Wunde, aber das, was hier in der Tiefe gemacht wird, das ist 1,5 mal 1,5 Zentimeter. Entsprechend klein sind auch die Instrumente, die wir dort benutzen. Das heißt, das ist eine Aufnahme aus dem Operationsmikroskop, wo wir alles in x-facher Vergrößerung sehen. Sie sehen jetzt, dass der Knochen dort entsprechend, das Löchlein im Knochen entsprechend vergrößert wird. Was Sie dann jetzt gleich sehen, ist schon, dass wir mit einer kleinen Stanze letztlich die Abnutzungserscheinungen, die den Wirbelsäulenkanal eng machen, entfernen. Was hier schon herausschaut, dieses Gelbe, das ist schon ein stark verdicktes Band, was den Wirbelsäulenkanal einengt. Und Sie sehen jetzt, das wird entfernt und damit der Nervenkanal befreit. Dort sehen Sie jetzt, haben Sie kurz die Rückenmarkshaut gesehen und die befreiten Nerven. So, dann komme ich zum nächsten Krankheitsbild. Das ist auch eine Einengung vom Nervenkanal, einfach auf eine andere Art und Weise. Hier ist die Einengung des Nervenkanals insbesondere durch dieses Wirbelgleiten entstanden, wo der eine Wirbel gegen den anderen vorgeschoben ist. Auch das ist ein Krankheitsbild, eine sogenannte Spondylolisthese, also ein Wirbelgleiten. Und auch das ist ein Krankheitsbild, was ganz typische Symptome verursacht. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Wirbel so hin und her gleiten können, dass das sehr deutliche Schmerzen und auch Kompressionen der Nerven verursachen kann. Sie sehen auch hier auf diesem Röntgenbild von der Seite, hier ist wieder das Becken, hier oben geht es Richtung Kopf, hier hinten ist die Haut vom Rücken. Dann sehen Sie eigentlich hier diese Stufe zwischen den Wirbelkörpern. Und Sie sehen auch wieder, dass die Nerven im Wirbelsäulenkanal sehr stark zusammengeschoben sind, wie das auch in dem anderen Beispiel der Fall war, nur dass es dort eine andere Ursache hatte. Das ist einfach auch nochmal ein Beispiel, wie für so ein Wirbelgleiten.
Jetzt, was macht dieses Wirbelgleiten für Symptome? Beim Wirbelgleiten stehen durchaus die chronischen Rückenschmerzen im Vordergrund, wohingegen bei der reinen Nervenkanaleinengung, wie eben berichtet, die Mobilitätsminderung im Vordergrund steht. Es gibt häufig ausstrahlende Beinschmerzen, oft auch ischiasartige Schmerzen. Da es eine Einengung vom Nervenkanal gibt, wie auch bei dem anderen Fall, den ich gezeigt habe, gibt es natürlich auch hier Schmerzen und Kribbeln in den Beinen beim Gehen und Stehen, auch eine gewisse Mobilitätseinschränkung. Es gibt auch oder es kann auch eine Erleichterung durch Vornüberbeugen geben. Das kommt darauf an, wie stark das Wirbelgleiten ausgeprägt ist. In diesem Fall, Sie sehen, die Nerven sind wesentlich stärker zusammengedrückt. Dort kann es auch teilweise zu Lähmungserscheinungen kommen. Und das ist natürlich dann etwas, was besonders zügig auch abgeklärt werden sollte. Jetzt, was sind die Ziele der Behandlung von so einem Wirbelgleiten? Das ist ein bisschen anders als bei der reinen Einengung vom Wirbelsäulenkanal. Hier steht auch explizit die Behandlung der Rückenschmerzen und der natürlich der Lähmungserscheinungen im Zentrum. Auch die Mobilität zu verbessern spielt eine wichtige Rolle. Jetzt, was macht man bei so einer Operation? Es besteht eine Instabilität. Auf dem Bild, was Dr. Oertel vorher gezeigt hat, haben Sie schon auch so eine Zeichnung gesehen, wo Schrauben in der Wirbelsäule eingebracht worden waren. Und das ist genau auch das Prinzip von der Operation von so einem Wirbelgleiten. Die Wirbelsäule ist dort unstabil, die Körper können sich unkontrolliert bewegen und ein Großteil der Schmerzen wird durch diese unkontrollierte und nicht normale Bewegung ausgelöst. Und entsprechend ist eine sogenannte Stabilisations- oder Versteifungsoperation die Behandlung der Wahl. Das heißt, man bringt in den Körper, in den Wirbelsäulenkörper, in den oberen und in den unteren, die von diesem Wirbelsäulengleiten betroffen sind, Schrauben ein, die man dann blockiert und so eine Bewegung dieses Segmentes verhindert. Dann gehen diese bewegungsabhängigen Schmerzen zurück und zusätzlich wird der Nervenkanal erweitert, so wie das bei der anderen Operation auch geschieht und dadurch die Nerven zusätzlich entlastet. Wenn man solche Schrauben einbringt, ist natürlich die Frage, hält das ewig? Können die Schrauben für den Rest des Lebens überhaupt das Gewicht vom Körper aufnehmen? Und das können die nicht. Wenn man die einfach nur so einbringen würde, dann würden die mit der Zeit wieder auslockern. Das bedeutet, um einen langfristigen Erfolg zu garantieren, wir werden es später auch noch auf so einer schematischen Zeichnung sehen, möchte man gerne, dass die beiden Wirbelkörper zusammenwachsen. Weil wenn die zusammenwachsen und ein Knochen sind, dann können die sich nicht mehr gegeneinander bewegen und dann braucht es die Schrauben eigentlich nicht mehr. Das bedeutet, dort, wo die Bandscheibe ist, bringt man einen kleinen Platzhalter ein, der dazu führt, dass die beiden Knochen zusammenwachsen. Und das geschieht nach so einer Operation im Laufe der Zeit, nach einigen Monaten bis vielleicht ein oder zwei Jahren, wachsen die Wirbelkörper langsam zusammen. Und das ist auch die Zeit, über die die Schrauben das Gewicht der Patienten ohne Probleme tragen können. Wenn das dann ausgeheilt ist, bräuchte es die Schrauben eigentlich nicht mehr. Da die aber die meisten Patienten gar nicht stören, entfernt man die nicht. Jetzt werden Sie sagen, wenn man einfach da Schrauben in die Wirbelsäule einbringt. Da sehen Sie diese schematische Zeichnung. Man bringt die Schrauben ein in die Wirbelkörper. Die werden zusammengehalten durch so einen Stab. Hier bringt man einen Platzhalter ein, der dann dazu führt, dass diese beiden Knochen zusammenwachsen. Jetzt so Schrauben in die Wirbelsäule zu bringen an all den Nerven vorbei, das tönt erstmal nach einem schwierigen und vielleicht auch gefährlichen Unterfangen. Und das hat in der Vergangenheit natürlich auch Schwierigkeiten bereitet.
Mit der Computertechnik, die wir heute haben, ist ein Verfahren entwickelt worden, das nennt sich eigentlich Navigation. Das heißt, wir haben eine Art Navigationscomputer im Operationssaal. Sie sehen hier so einen Ring, das ist ein Computertomographiegerät. Damit kann man während der Operation Bilder machen von der Wirbelsäule vom Patienten. Jetzt sehen Sie hier so einen kleinen Stern auf dem Rücken vom Patienten mit so Kugeln. Und wir haben eine Kamera im Operationssaal, die die sehen kann. So sieht das aus, wenn so eine Computertomographie gefahren wird. Das ist eine Sache von wenigen Sekunden. Sie sehen, das dreht sich, dann bewegt sich das Gerät kurz und dann ist es auch schon vorbei. Das war's schon. Und diese Bilder können wir ins Computersystem einlesen und dann haben wir diese Kamera hier oben im Operationssaal. Und der Computer sieht diesen Stern, der auf dem Patienten angebracht ist, der sieht zusätzlich die Bilder, die wir eingelesen haben und der bringt das in Einklang. Das heißt, wenn wir dann ein Instrument auf den Patienten halten, dann zeigt uns der Computer, wo am Patienten wir gerade arbeiten. Und zwar mit einer Genauigkeit von weniger als einem Millimeter. Und das ermöglicht es uns heutzutage, ganz genau solche Schrauben an der Wirbelsäule zu platzieren, ohne Nerven zu beschädigen. Wir haben dann verschiedene Instrumente. Sie sehen, das ist einfach so ein Zeigestock und da berühre ich während der Operation einen Punkt der Wirbelsäule hier auf dem Knochen. Das ist ein Knochenfortsatz der Wirbelsäule und der Computer zeigt mir ganz genau, wo ich da gerade bin. Und so sieht etwas dann nach der Operation aus. Man sieht hier die eingebrachten Schrauben. Das ist jetzt nochmal ein seitliches Bild. Diesmal ist hier die Haut vom Rücken. Sie sehen hier wieder diese Fortsätze. Und diese kleinen Striche, die Sie hier sehen, das sind die Röntgenmarkierungen von diesem Platzhalter, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist einfach nochmal ein Bild von vorne. Das heißt, als Zusammenfassung, man muss ganz klar sagen, nochmal vorab, dass viele Rückenschmerzen leider nicht operativ behandelt werden können, dass man zunächst mal die nicht operativen Verfahren bevorzugen sollten, da viele Patienten auch von den nicht operativen Verfahren profitieren können, da viele Patienten auch, wenn sie mal zwischenzeitlich sehr starke Symptome haben, in ihrem Leben niemals eine Operation brauchen werden und dass die Operationen, die wir anbieten können, leider nur in ausgewählten Fällen wirklich eine Reduktion der Beschwerden erwirken können. Aber wenn man spezifische Krankheiten hat, die Symptome sehr gut zusammenpassen und die nicht operativen Verfahren eben keine Besserung bringen, dann kann die operative Therapie im Einzelfall wirklich die Lebensqualität sehr deutlich verbessern. Und zu diesen einzelnen Erkrankungen, wo man durchaus Hilfe anbieten kann, gehören eben die Nervenkanaleinengungen und das Wirbelgleiten. Das sind gut behandelbare chirurgische Erkrankungen. Die Operation kann eben erwogen werden, wenn die nicht operativen Verfahren keine dauerhafte Besserung bewirken. Aber so eine Operation ist auch kein Wundermittel. Das ist insbesondere dazu gedacht, die Symptome zu lindern und damit die Lebensqualität zu verbessern. Aber in wenigen Fällen nur kann eine richtige Heilung erreicht werden, in dem Sinne, dass man absolut keine Beschwerden mehr hat. Und zusätzlich, das kann man aber auch sagen, ein hohes Alter ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium für eine Operation. Gerade so Verengungen am Nervenkanal kann man bei Patienten, die starke Symptome haben, bis weit über 80 eigentlich mit gutem Erfolg operieren, wenn die Patienten sonst gesund sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.